Oh, Leute, ich habe das Gefühl, ich bin 3 Meter breit, 5 Meter lang und sehe aus wie eine Kuh. Also ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich finde, ich habe eigentlich ja die Ähnlichkeit mit einem Zebra. Schreibt mal rein, sehe ich aus wie eine Kuh oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Und damit willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem Kanal. Heute auch mal wieder mit Facecam und wir machen heute was wirklich, wirklich Verrücktes. Und zwar zeige ich euch heute richtig krasse und geheime Wege, komplett unsichtbar zu werden in Torcam. Und falls ihr es nicht verpassen wollt und wirklich sehen wollt, wie ihr kostenlos komplett unsichtbar werden könnt, dass euch niemand mehr sehen kann und damit könnt ihr jeden ärgern oder trollen, auch eure Freunde, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Und dass ihr nicht auch so aussieht wie ich in Roblox wie eine Kuh, lasst jetzt lieber schnell ein saftigen Like und einen netten Abo da, damit, dass ihr keine Kuh werdet. Und damit würde ich sagen, reden wir auch gar nicht so lange rum und starten das Video. Okay, ich glaube, ich mache mich jetzt erstmal kurz wieder normal, weil so oft bin ich jetzt doch keine Kuh in Roblox. Ich zeige euch heute Wege, ihr könnt damit absolut unsichtbar werden und das ist absolut krass. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf der Kamera bin ich voll dunkel. Ich hoffe, das ist mal nicht so, weil das wäre natürlich ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, es wird richtig cool heute und eine kleine kurze Eigenwerbung noch, weil bald ist ja Ostern, falls ihr gerade das Video vor Ostern schaut und daher gibt es bis dahin noch ein cooles Angebot in meinem Shop auf Lolingo. Ihr könnt nämlich 10% sparen mit dem Code Ostern10. Einfach super einfach, ihr geht auf Lolingo, auf meinen Shop und wenn ihr beispielsweise bestellen wollt und ihr auf Bestellen drückt, gibt es da so einen kleinen Button, da steht Code eingeben und wenn ihr das eingebt, kriegt ihr komplett 10% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Also ist auf jeden Fall richtig cool. Ihr könnt beispielsweise auch dort diese coole Lampe im Hintergrund kriegen. Auf jeden Fall richtig cool. Könnt gerne mal vorbeischauen. Und dann eine kleine Sache noch. Ihr könnt auch gerne mal mein Spiel Tower Scream vorbeischauen. Das Spiel handelt einfach auf Tower Fell, aber hat halt richtig coole Funktionen. Es kam jetzt beispielsweise vor kurzem ein Update raus. Seitdem gibt es einfach die Möglichkeiten mit Schwertern gegen andere auf der Obby zu kämpfen und das ist so lustig. Könnt mal gerne vorbeischauen, würde mich freuen. Und jetzt geht's los hier mit dem Video. Manchmal frage ich mich echt, ist eigentlich Torcam ein Spiel, ein Roleplay-Spiel oder ein Spiel, was nur aus Secrets besteht? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich denke, es ist ein Mischmasch und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Unsichtbar-Secret, wie wir das kriegen. Wir fangen natürlich jetzt erstmal einfach an und natürlich unkompliziert. Aber nachher, wie gesagt, es wird richtig krass. Also wirklich, wir werden eine komplette Wand nachher. Und wir machen nachher den kleinsten Skin auf ganz Roblox. Das wird richtig krass noch. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Ich habe gerade irgendeine Wimper in mein Auge. Das ist so nervig, weil man die auch dann nicht rauskriegt. Oh, ganz schlimm. Aber okay, wir fangen an. Für das Erste brauchen wir nämlich erstmal ein Motorrad. Und zwar nehmt euch einfach mal das rote Motorrad. Passt natürlich zur Farbe von mir. Und was wir jetzt machen, wir machen uns einfach mal komplett klein. Wenn ihr auf 0,5 seid, dann seid ihr so klein. Und wenn wir uns das hier draufsetzen, und wenn wir uns das hier draufsetzen und jetzt einen bestimmten Emote machen, machen wir mal kurz. Und zwar diesen verletzt immer. Genau, erst fallt erstmal, bevor ihr draufsteigt, den machen und dann draufsetzen. Und dann seid ihr nämlich so. Ihr seid nämlich so hier drinne. Und das kann man natürlich noch um einiges verschönern, sage ich mal. Jetzt werden wir es mal kurz versuchen, dass wir es noch ein bisschen besser machen. Dann machen wir was, indem ich mit dem Hinlegen-Emote. Ja, das funktioniert einiges besser. Und ihr seht jetzt schon, man sieht uns nicht mehr. Man könnte jetzt einfach noch seine Klamotten ausziehen und vielleicht einfach sie schwarz machen von der Farbe her. Und dann kann man einen absolut nicht mehr sehen. Und dann ist einfach ein Motorrad, wo niemand drauf sitzt. Ist halt echt ein richtig lustiger kleiner Trick. Den kann auch wahrscheinlich schon manche. Aber die nächsten Tricks wette ich mit euch um 5 Listen. Dass die keiner von euch kennt. Und ich bin ja mal gespannt, ob sie doch einer von euch kennt. Der zweite Trick, den kennt vielleicht auch schon manche von euch. Aber ich zeige mal, wie wir nämlich perfektionieren. Und zwar Camouflage. Wir alle kennen Camouflage. Was ist das? Falls es doch manche nicht kennen. Das ist einfach nur, dass wir uns von komplett unseren Skin anpassen zu unserer Umgebung. Beispielsweise sind wir grau wegen der Wand. Oder braun wegen dem Baum. Oder weiß wegen der Kuh von erst. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und das werden wir jetzt mal kurz versuchen, richtig gut hinzukriegen. Dafür machen wir jetzt erstmal kurz, gehen wir hier drauf, machen die Sachen von unserem Skin ab. Und jetzt gibt es nämlich eigentlich einen kleinen Trick, nämlich. Und zwar mit diesem Code hier. Ich zeige ihn euch nochmal kurz.
dieser Kraut, der hier steht, da könnt ihr eure Hose wegmachen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole kleine Möglichkeit, aber das geht natürlich noch weiter. Und mit diesem Kraut, der jetzt hier steht, ihr müsst einfach nur die Kräuter im Prinzip abschreiben und dann einfügen. Und wenn ihr beides eingefügt habt, habt ihr nämlich keine Klamotten mehr an im Spiel. Und damit könnt ihr euch super gut tarnen. Das heißt, man macht sich dann einfach noch ganz klein, so klein wie es geht. Und am besten geht ihr auf euer Gesicht, drückt einmal wo drauf, drückt nochmal drauf, dann habt ihr nämlich kein Gesicht mehr. Und jetzt kann man sich so gut verstecken. Ich weiß, dass wir mal einfach eine Maut machen. Und jetzt gucken wir mal von weiter weg. Jetzt will man es noch sehen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise mal gucken, irgendwo hier drinnen. Also wir suchen uns mal kurz was Schwarzes. Ich denke, mit Schwarz geht das um einiges besser. Ich habe eine Idee, wo wir hingehen. Also geht mal kurz hier drauf. Jetzt könnt ihr einfach hiermit komplett eure Farbe ändern. Super einfach und super praktisch auch. Außerdem, falls sich meine Stimme halt anhört wie eine alte Oma, das liegt daran, dass es noch recht früh ist und dass ich gerade erst aufgestanden bin und deshalb noch leicht müde bin. Also, wenn wir beispielsweise im Rockstar sind in Brookhaven und wir es hier uns schwarz gefärbt haben und das hier einfach hinstellen, man sieht uns nicht mehr. Ihr seht schon, wir sind weg. Also, es ist richtig krass eigentlich, dafür, dass es eigentlich auch echt einfach ist, können wir uns so absolut gut tarnen. Richtig lustig auf jeden Fall. Ich meine, man sieht uns wirklich nicht mehr. Und ja, selbst wenn wir uns hier hinstellen. Ich meine, selbst hier sieht man uns nicht mehr. Das ist so krass. Und ja, das ist das zweite kleine Secret. Kommen wir auch zum dritten. Der dritte Hack ist ein bisschen schwieriger, aber das schaffen wir schon. Dafür müssen wir jetzt mal kurz auf Roblox selbst drauf gehen. Ihr solltet es auf jeden Fall erstmal schön meinen Roblox sehen. Und jetzt zeige ich euch, was wir machen müssen. Ich habe nämlich einen kleinen Skin vorbereitet und ihr seht ihn schon, wie klein der ist. Der ist auf jeden Fall mini. Und ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Ihr braucht diesen Junkbot-Skin. Der ist auf jeden Fall kostenlos. Diese City Life ist auch kostenlos. Das einzige Problem ist leider der Skin hier. Und zwar dieses Kit Netzer, was man auch braucht. 3 Stücke davon. Den gibt es leider nicht mehr. Das heißt, falls ihr den euch damals kostenlos geholt habt, könnt ihr ihn nutzen. Falls nicht, dann geht das Secret leider nicht. Aber keine Angst, dafür wird das nächste, kann man wieder alle benutzen und das ist am krassesten. Wenn wir nämlich den Skin haben, dann gehen wir hier drauf, wechseln den und sehen schon, wir sind viel kleiner als davor. Ihr habt ja gerade gesehen, wie klein, das ist also die größte Größe und die ist jetzt schon so klein. Und wenn wir uns jetzt mal hier hinstellen und jetzt klein machen, passt auf, das wird zu krass. Schaut es euch an, wir sind mini. Und das Schönste ist, wir haben sogar unsere Haare noch. Die können wir jetzt natürlich wegmachen, um dass es ein bisschen besser aussieht. Also besser sieht es nicht aus. Ich glaube, es sieht schlimmer aus. Aber ich muss sagen, eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Und das Krasse ist halt, mit dem Skin können wir uns um einiges besser tarnen in manchen Sachen. Weißt du, wenn wir jetzt das hier machen mit dem Auto, wir sind noch viel kleiner als davor. Ihr müsst auch wissen, das ist so mit Abstand einer der kleinsten Skins, die man überhaupt machen kann in ganz Roblox. Also ihr seid auch in anderen Spielen Mini. Und ist auf jeden Fall richtig cool. Hat was. Und ja, könnt ihr gerne mal testen. Also wenn ihr halt den Skin habt, ihr müsst leider diesen einen Skin haben. Den gab es mal kostenlos im Spiel auf Roblox. Vielleicht haben ihn manche, dann könnt ihr es gerne auch benutzen. Wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil der letzte Hack wird mit Abstand das krasseste, was ihr je gesehen habt. Also, und zwar für den letzten machen wir jetzt erstmal unseren normalen Skin wieder rein. Und wenn wir jetzt mal kurz unseren normalen Skin haben, sind wir erstmal wieder riesig. Das ist natürlich ganz lustig. Aber wir müssen uns auf jeden Fall wieder fest für den letzten Hack ganz klein machen. Macht das einfach mal kurz. Dauert ja nicht lange. Und jetzt, was ihr jetzt braucht, dafür müsst ihr euch wieder einen Code abschreiben, den ihr jetzt gleich seht. Und zwar müsst ihr diesen Code eingeben, den ihr hier gerade seht. 110-893-09771. Und wenn wir das machen, schaut es euch an. Wir sind ein lebendiger Block. Und wenn wir stehen bleiben, sieht man nur noch ein ganz kleines Stück Beinchen. Das heißt, was wir jetzt mal machen, um noch komplett unsichtbar zu sein, wir machen wieder, dass wir uns unsichtbar machen. Das heißt, wir machen erstmal unsere Farbe vom Skin in dieses Grau hier. Und jetzt brauchen wir nochmal diese Codes von erst, mit denen wir im Prinzip unsichtbar werden. Das heißt, die geben wir auch einfach nochmal kurz ein. Und jetzt nochmal diesen Code. Und damit sind wir davon erstmal unsichtbar. Jetzt machen wir noch unsere Haare weg. Und jetzt schaut es euch an. Ich meine, das Einzige, was ihr noch machen könntet mit dem anderen Skin, das machen, dann seid ihr noch kleiner. Aber so geht es auf jeden Fall auch.
Okay, wir müssen vielleicht die Hautfarbe noch ein bisschen dunkler machen. Nee, das ist zu dunkel. Müsst ihr mal rumtesten, welches Grau das Beste ist. Auf jeden Fall, egal was, wir müssen beispielsweise einfach mal ein Haus hier hin machen. Zu krass, also wirklich, man sieht uns einfach nicht mehr. Wir schauen einfach mal nach einem Haus jetzt, was die Farbe ganz gut passt. So, und wenn wir jetzt das Haus haben, ich meine, schaut es euch an. Das ist, man kann sich damit so lustig tarnen. Also ich glaube, so was Lustiges habe ich auch noch nie erlebt. Warte mal, wie sieht das aus, wenn wir uns hinlegen? Oh mein Gott, man sieht uns dann auch nicht. Oh mein Gott. Guck mal, wir sind einfach. So, okay, wir sind natürlich Leute. Ich meine, guckt euch das an. Jetzt mal ehrlich, wenn ihr das hier sehen würdet. Stellt euch vor, ihr seid in eurem Haus und da ist ein Block. Und ihr denkt euch doch ehrlich, okay, das ist normal vom Spiel. Ihr denkt doch nicht, dass das einfach irgendein tanzender Liss ist. Also ja, auf jeden Fall, diese vier Möglichkeiten sind so mit Abstand die krassesten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in eine öffentliche Lobby und versuchen mal, uns dort zu verstecken. Wir sind jetzt im Spiel und wir müssen uns erstmal klein machen. Und jetzt suchen wir uns erstmal irgendein Haus. Da hinten ist ein Haus. Dann gehen wir da mal hin. Wir müssen uns natürlich erstmal mit unseren komischen Rädern auf einmal unter uns fortbewegen. Absolut normal. Wir müssen mal gucken, dass auch jemand zu Hause ist. Nicht, dass wir in ein Haus gehen und da ist niemand. Spieler! Aber ich sehe noch niemanden. Irgendwie sind die Häuser leer. Aber hier muss doch irgendwo jemand sein. Es kann doch nicht sein, dass sie alle weg sind. Da ist ein Spieler. Aber wir müssen ja jemanden im Haus finden. Komm, guckt euch das mal an. Ich bin ein laufender Block. Ah, da ist jemand. Oh mein Gott. Okay, die haben abgeschlossen. Das stört nicht. Wir benutzen die böse Taktik. Macht das nicht nach. Außer ihr seid böse. So wie ich. Aber ich bin ja auch ein Teufel im Spiel. Ey, hat sich da gerade jemand reingesetzt? Okay, warte. Oh mein Gott, nein, ich wurde gefunden. Wir machen ein kleines Spiel. Wo bin ich? Ratet mal, in 3 Sekunden löse ich auf. 3, 2, 1, ja, ich bin hier. Ich bin das kleine Ding hier, das ist so geil. Ich glaube echt, das ist mit Abstand das Beste, um sich überhaupt zu verstecken in irgendwelchen Häusern. Auf jeden Fall richtig cool, richtig krass, könnt ihr gerne nachmachen. Ich würde mich super doll über ein Abo und ein Like freuen, wisst ihr ja, wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und habt einen schönen Tag. Tschüss.